Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fishing Planet. Heute mal nicht mehr im Schnee, sondern in Missouri unterwegs. Denn auch hier gibt es natürlich einige neue Fische, von denen wir heute einen zumindest schon mal fangen wollen. Und das ist der größte neue, glaube ich, hier. Also nicht der größte im kompletten Spiel, aber hier von den neuen ist es, glaube ich, der größte. Und das ist der Karlhecht, den es auch in Trophäengröße gibt und der locker 4 bis 5 Kilo schwer wird. Ich glaube sogar knapp über 5 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir aber gerade nicht sicher. Und hier sehen wir auch schon, kleiner Schildköder funktioniert auch. Das heißt, ab Level 4, glaube ich, den gibt es mir hier im Laden auch zu kaufen. Ja, tatsächlich, ab Level 4 könnt ihr den auf jeden Fall auch schon fangen. Ob in Trophäengröße, weiß ich nicht. Aber ich denke, ein bisschen Ausdauer wird auch mal ein Trophäenfisch bei sein, weil das jetzt nicht irgendwie ein einzigartiger ist, der speziellen Köder braucht oder so. Ob es einzigartig gibt, weiß ich gar nicht. Glaube nicht. Können wir eben kurz nachgucken. Aber ich weiß auch nicht, wo drunter die fallen. Seit wann gibt es hier Fellforellen? Alles klar. Ich habe ja versucht, schon Feuerwerk zu zünden, aber das geht komischerweise nicht. Also müssen die Fellforellen entweder am Bug sein, wobei das glaube ich nicht, sondern dann tatsächlich irgendwie so gefangen worden sein. Keine Ahnung. Aber. Ein Hecht ist es glaube ich nicht. Ich glaube, dass der zählt zu den Knochenhechten. Aber da haben wir nämlich genau den hier im Weg und den werden wir deshalb nicht in der Liste sehen. Na gut. Dann kann man noch kurz die anderen durchschauen, ob da was bei ist, aber da ist ja tatsächlich Karlhecht die Trophäengröße, alles klar. Ich glaube trotzdem, dass das Knochenhecht ist. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine das gelesen zu haben. Aber auch noch kein in einzigartig gefangen. Zumindest nicht bis heute Morgen um 6 Uhr. Nichtsdestotrotz wollen wir uns erstmal das Equipment angucken. Ich werde mal hier kurz den Köder wieder switchen und zwar auf den Shiner. Und dann klappe ich das aus und da sehen wir dann das, was ich dafür benutzen werde. Leider noch keine Weihnachts-Match-Route auf dem Band hier. Die gibt es glaube ich nicht. Angeblich soll es am 3. Weihnachtstag, also am 2. Ne, Heiligabend, 1.2. am 2. Weihnachtstag eine geben, meinte er. Ich glaube, in den Kommentaren hat es einer geschrieben gehabt oder irgendwo anders. Ich weiß nicht mehr. Aber ich habe heute mein Geschenk abgeholt und da war noch keine Matchroute dabei. Deshalb immer noch die Phoenix 450 am Start, die Eximinator 5500, 023er Fluoro und ein 2.0er Haken. Könnten wir auch ein bisschen größer wählen eigentlich. 3.0 oder so sollte auch noch passen. Und ganz wichtig ist, nicht allzu tief. Man kann die natürlich auch bis 2,50 Meter Tiefe fangen. Das ist kein Problem. Aber da haben wir viel zu viele Welse als Beifang. Und fangen fast mehr Welse als Karlhechte. Deshalb lassen wir das mal lieber sein. Und starten hier mit dem Shiner bei 1,10 Meter Tiefe. Gehen jetzt zu dem linken Rand. Ich guck mal kurz auf die Uhr. 10.53 Uhr. Boah, nicht mehr ganz so geil, ne? Ich spule mal ein bisschen vor auf 15 oder so. Guck mal, ob die da auch noch beißen. Da ist zumindest der Graf ziemlich weit oben. So, und jetzt nehmen wir die Route und dann erinnern wir uns dunkel in das Seerosenfeld hier. Man sieht es auch jetzt ganz leicht. Ich weiß nicht, wie gut das hinterher erkennbar sein wird. Aber hier ist auf jeden Fall das Seerosenfeld, wo wir schon damals Alligatorhechte beim Halloween-Event gefangen haben. Und da werfen wir jetzt einfach hin. Hier sehen wir auch die Spiegelung von den Bäumen. Die macht hier so einen kleinen Einstecher nach da hinten und einfach da hinten auf die Spitze ziele ich immer und hau den einfach raus. Und da sind wir ungefähr bei 25 Meter. Was haben wir jetzt? Ja, tatsächlich 25 Meter. Also können wir da bleiben und warten einfach mal, ob sich nicht ein kleines Fischchen für unseren Shiner interessiert. Man fängt natürlich noch Forellenbarsche als Beifang, aber durch den großen Haken lassen die manchmal auch los und man kann ein bisschen selektieren, aber die normalen Kettenhechte, die wiegen halt auch nur 1 bis 1,5 Kilo so um den Dreh und da darf man jetzt auch nicht den Haken zu groß wählen, es sei denn, man möchte natürlich gezielt auf die Trophäen gehen, dann kann man das mit Sicherheit machen,
Aber wenn man die Kleinen auch noch mit erwischen möchte, dann müssen wir leider einen etwas kleineren Haken beibehalten und mit dem Beifang der Forellenbarsche leben. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Hauptsache Fisch. Ich glaube, die bringen auch gar nicht mal so wenig XP. Zumindest für das Anfangsgebiet hier. Also wenn man Level 4 hat, dann braucht man ja gar nicht mal so viel XP bis zum nächsten Level. Und wenn man die da schon fangen kann, dann lohnt sich das auf jeden Fall, wenn ihr dann so 100 XP oder so gibt. Ich glaube knapp 150 oder so. Der Trophäenfisch. Weiß nicht, ihr könnt nochmal zurückspulen und in den Kescher gucken. Da steht es auf jeden Fall drin. Oder wir fangen gleich einfach mal ein. Aber wir müssen hier wieder aufpassen, dass die Schnur nicht ganz so weit abtreibt und so einen großen Bogen hinterlässt. Denn dann kommt der Anschlag nicht durch. Aber solange hier nichts passiert, kann ich von mir aus auch sonst wohin treiben. Das Problem ist, wenn da der erste Fisch dran nagt, dann können wir die nicht mehr so gut einkurbeln, als wenn da keiner dran nagt. Deshalb lieber vorher mal eine Kurbelumdrehung machen, als dann, wenn es zu spät ist. Aber wie es aussieht, wollen die gerade nicht. Vielleicht beißen die damit das auch nicht, ich weiß das nicht. So exzessiv habe ich die jetzt noch nicht beangelt, dass ich jetzt hier komplett die Zeit lang erkenne, aber ich müsste dann wenigstens Forellenbarsch oder so fangen. Der ist im Moment auch nicht zu haben. Wenn nicht, spule ich gleich mal einen Tag weiter. Bei Wolken ist er der ganze Tag über irgendwie fängig. Und bei Sonne haben wir die zwei Zipfel im Graf. Und ich bin mir sicher, Zipfel ist auch der mathematisch korrekte Begriff für die Hochpunkte. Die heißt nämlich nicht Hochpunkt, sondern Zipfel. Also, wenn ihr in der Schule glänzen wollt, dann meldet euch und sagt, die heißen Zipfel. Dann weiß der Lehrer direkt Bescheid, dass ihr die 1 verdient habt. Aber hier passiert gerade gar nichts. Ich spule auf den nächsten Tag 12 Uhr. Ich weiß was nicht, ob die bei Wolken überhaupt beißen, weil ich das da auch noch nicht versucht habe, aber da ist die Zeit vielleicht etwas besser. So. 429 Erfahrungspunkte. Kann man auch sehen hier, wie viel welcher gegeben hat. Ja, nee, natürlich nicht. Wenn man da runter scrollen will, dann klickt das direkt weg, alles klar. Auch nice. Dann werfen wir nochmal an dieselbe Stelle und hoffen, dass wir bei Wolken mehr Erfolg haben und zumindest den ersten Fisch landen können. Ich habe ja auch noch mehrere Stellen versucht, um die irgendwie zu finden, aber das war jetzt so mit die beste Stelle, die ich gefunden habe. Heißt natürlich nicht, dass die woanders nicht zu fangen sind. Und wenn man das jetzt so sieht, dann möchte man es fast bezweifeln, dass die Stelle gut ist. Aber gerade hat es da ganz gut geklappt. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen Geduld haben, bis wir den ersten Fisch an die Leine kriegen. Jetzt kommt der erste Biss. Da war der Ruckler. Gucken wir mal, ob der den Köder auch nimmt oder ob es ein kleiner Forellenbarsch ist, der den Köder wieder ausspuckt. Kann man nicht sagen am Ausschlag, weil die halt ungefähr gleich viel wiegen. Aber der hängt tatsächlich. Dann hoffen wir nochmal, dass es ein Karlecht ist. Sollte eigentlich sein, denn der Forellenbarsch, der zappelt ein bisschen mehr hin und her. Wobei, jetzt geht er doch schon wieder links, rechts. Aber schauen wir mal. Ne, das ist ein Karlecht. Das ist ein Karlecht. Da haben wir zumindest den ersten kleinen Karlecht gefangen. 1,6 Kilo immerhin. 54 Zentimeter und 42 Erfahrungspunkte. Immerhin der erste Fisch des Videos und dann auch noch der Zielfisch. Damit hätte man auch nicht unbedingt rechnen können aufgrund der vielen Beifänge, aber soll man natürlich recht sein. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch einen Trophäenfisch erwischen können. Ah, das war ein bisschen weit. Holen wir mal ein bisschen ran und hoffen, dass direkt, da zupft sogar einer, glaube ich, oder? Ja, jetzt wackelt auch die Pose.
Aber das könnte tatsächlich ein Forellenbarsch sein. Der ist auch weg. Alles klar, dann hoffen wir mal, dass es gleich einen kräftigeren Ausschlag gibt. Und der sich dann als starker kapitaler Kalecht entpuppt. Da kommt der nächste. Das könnte schon ein Kalecht sein. Der ist schon ein bisschen kräftiger blau. Aber ich glaube, für Trophäe reicht es nicht. Schauen wir einfach mal, was da gleich am Haken hängt, sofern er denn auch abziehen möchte. Abziehen tut er, hängt tut er auch. Und dann wollen wir den mal drillen. Ich meine schon, den Kalecht gesehen zu haben. Das ist schon mal gut. Haben wir schon mal immerhin zwei in der Tasche. Da kommt er an Land. Der gute, aber auch der nur 1,4 Kilo. Und ein kleiner Babyfisch. Die sehen echt relativ klein aus. Für 1,4 Kilo. Das sieht schon nicht allzu groß aus, wenn ich jetzt mit so einer 1,4 Kilo Forelle. Ja, okay, so eine Forelle ist auch nicht viel größer. Na gut. Müssen wir mit leben. Immerhin schon mal zweimal den Zielfisch gefangen. So, diesmal auch direkt die 24 getroffen für Weihnachten. Und da kommt auch der nächste Zupfer. Warten wir noch ab, ob der auch abzieht. Aber das könnte schon fast ein Forellenbarsch sein. Der ist ein bisschen schwächer, glaube ich. Ja, jetzt ist er wieder ein bisschen stärker. Lassen wir uns mal überraschen. Drei Kalechte nacheinander wäre natürlich schon absolut Premium. Und auch der zieht ab und hängt. Perfekt. Und vom Kampf her ist es, glaube ich, auch eher ein Kalecht als ein Forellenbarsch. Ne, ist ein Forellenbarsch. Diesmal haben wir ihn 0,8 Kilo. Ja, Riesenfisch. Und dann sind wir schon 20 Erfahrungspunkte. Mit Premium natürlich. Also der Kalecht bringt schon knapp das Doppelte. Wiegt natürlich auch ungefähr das Doppelte. Also zum Leveln auf jeden Fall für den Anfang besser, würde ich sagen. Ich habe auch versucht, den mit Kunstködern zu fangen, aber ist mir nicht gelungen. Vielleicht habe ich noch nicht den richtigen erwischt. Wenn ihr irgendwie Kunstköder für den kennt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich hatte es mit Spoons versucht, mit Medium Spoon und Crankbaits und mit Spinner auch, aber das war alles irgendwie ein Flop. Da habe ich, wenn überhaupt, Forellenbarsche mitgefangen, aber kein Kalhecht. Sollte mich eigentlich wundern, wenn das nicht klappen würde. Weil eigentlich sollte das ein Raubfisch sein. Deshalb vermute ich fast, dass es funktionieren müsste. Aber wie gesagt, in der kurzen Testphase habe ich es nicht geschafft, einen zu überlisten. Deshalb bedarf das erst nochmal ein bisschen der genaueren Nachforschung. Aber ich wollte jetzt das Video zu dem machen, weil das jetzt schon lange genug her ist, dass das Update kam und ich immer noch in Alberta rumhang. Aber hier kommt erstmal der nächste Fisch, wenn er den abzieht. Zupfen tut er schon mal. Ne, der ist weg. Dann warten wir mal schön auf den nächsten. Einmal die Schnurspannung wieder hochschrauben. So, jetzt steht die Pose auch genau an der Kante von dem Seerosenfeld und da kommt auch direkt der Biss. Aber der war auch ziemlich schwach und ist direkt wieder weg. Jetzt kommt aber der nächste. Aber auch der ist nicht stärker. Die Trophäen wollen sich noch nicht so blicken lassen. Aber ich kann euch sagen, dass ich meinen bei Sonne um 7 Uhr irgendwas gefangen habe. Also, falls sie tatsächlich eine Zeit haben, dann ist das schon mal eine davon. Aber ich glaube nicht, dass die für Trophäen irgendwie eine besondere Zeit eingeplant haben. Wir haben auf jeden Fall erstmal den nächsten Forellenbarsch an der Leine. Packen wir auch mal rein. Und hauen das Ding wieder raus zum Wohnzimmer des Karlechtes.
Wieder perfekt 24 Meter getroffen. Das riecht nach Erfolg. Wenn nicht, habe ich gleich mal einen 4-0er Haken drauf oder so und hoffe, dass ich dann irgendwie einen Trophäenfisch damit fange. Vielleicht bringt das irgendwas. Denn mit 4 bis 5 Kilo sollte der den locker packen. Selbst die Quappen in Alberta, die hauen ja sich die 4-0er Haken weg wie nix, auch die normalen. Deshalb habe ich da wenig Bedenken. Ich denke auch, dass der Forellenbarsch sich die locker reinhaut mit seinem Maul. Deshalb könnte das immer noch passieren, dass wir natürlich den Beifang beibehalten und wir eher die kleinen Kalleche damit vergraulen als die kleinen Forellenbarsche. Aber wir können es einfach mal testen. Erstmal kommt hier der nächste Biss. Das sieht schon ein bisschen stärker aus. Könnte vielleicht ein Kalecht sein mit 1,5. Warten wir mal ein bisschen ab. Ah, der will aber noch nicht. Jetzt will er. Und was haben wir da? Sieht aus wie ein Forellenbarsch schon wieder. Ja. Aber immerhin fast ein Kilo. Ist das schon fast ein richtiger Brocken. Packen wir einfach mal einen in den Kescher. Und suchen uns weiter unseren Trophäenkalecht, wobei ich breche mal kurz ab hier und switch mal, wie gesagt, auf den größeren Haken. Der normale Kalecht haben wir jetzt gesehen. Jetzt wollen wir noch der Trophäenviech sehen. Ich habe dafür keinen aufgenommen extra. Ist ja kein einzigartiger oder so. Den werdet ihr schon auf jeden Fall selber fangen, wenn ihr es versucht. Aber erstmal versuchen wir das hier mit dem 4-0er Haken irgendwie noch zu reißen. So, jetzt werden wir wahrscheinlich vermehrt Fehlbisse bekommen, aber was soll's, da kommt schon mal der erste. Boah, der sieht sogar schon mal eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das könnte sogar vielleicht schon nah an die Trophäe rankommen. Mal ist vielleicht noch ein bisschen schwach, aber... Okay, ist auch weg. Also war wahrscheinlich keine Trophäe, sonst hätte er den Köder genommen. Dann hoffen wir einfach mal, dass der gleich an dem dicken Fisch vorbeitreibt und der sich den dann einverleibt. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Köder, womit man den irgendwie spezifisch fangen kann, ohne Beifang, aber ich habe jetzt nicht alle durchprobiert. Die Schnittköder hatte ich vielleicht gehofft, dass die irgendwie was bringen. Aber da habe ich auch noch Forellenbarsche mitgefangen. Wobei ich glaube, weniger damit gefangen habe. Also mehr Kalechte. Ah, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Bremse geht auch ein bisschen. Ja, ich glaube, das könnte fast eine Trophäe sein. Wir gewinnen zumindest schon mal erstmal keine Schnur. Jetzt kommt sie langsam. Aber nach den ersten Metern. Oder wir haben halt... Ja, okay, wir haben einen großen Forellenmarsch gefangen. Nice, Forellenmarsch in Trophäengröße. Richtig nice. 2,1 Kilo. Super. Genau der Fisch, den wir nicht haben wollten. Der beißt an. Also großer Haken. Bringt was für die Größe, aber leider für den falschen Fisch. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht entmutigen. Sondern versuchen es einfach mal schön weiter, bis wir das haben, was wir haben wollen. Und zwar den Trophäen Kalhecht. So, Spiel. Du hast mich jetzt gehört. Das heißt, du kannst ihn auch ausrücken.
Daumen drücken, dass der nächste Ausschlag richtig kräftig wird. Da haben wir gesehen, jetzt 2,1 Kilo war schon gut blau. Also der Karlecht hat dann ungefähr das Doppelte. Der muss schon ordentlich Leistung auf den Powerbalken bringen vorm Anbiss. Sonst müssen wir uns da keine Hoffnung machen. Aber jetzt haben wir gerade wieder so eine Phase, wo nichts beißen will. Kurz mal die Schnurspannung wieder richten. Und dann warten wir weiter auf unseren kleinen Freund, der sich vielleicht noch zeigen möchte. Jetzt kommt da wieder ein Ausschlag, aber der ist so schwach, das wird überhaupt ein kleiner Forellenbarsch sein. Da brauche ich fast die Hand nicht an die Maus nehmen, denn jetzt ist er schon wieder weg. Ja, brauchen wir gar nicht anschlagen. Was mich wundert ist, dass ich da tatsächlich keinen Alligatorhechte fange. Ich hätte damit gerechnet, dass ich die vielleicht als Beifang erwische. Aber vielleicht bin ich dafür auch zu tief oder die stehen gar nicht mehr an der Stelle. Die waren ja zumindest im Halloween-Event waren sie da. Ob sie danach noch da stehen, weiß ich nicht. Die großen waren ja eher in dem anderen Spot. Hier kommt nochmal ein Fisch, aber der sieht auch überhaupt nicht nach einer Trophäe aus. Und ist auch weg. Sehr gut, so kann es gerne weitergehen. Kurz mal ein bisschen hier reinholen. Und da ist auch schon wieder ein Fisch an der Leine. Der zieht ab, aber der sah auch nicht groß aus. Mal schauen, was das wird. Vielleicht noch mal ein Karlhecht. Ja, ein Karlhecht ist es auf jeden Fall, aber auch kein Monster. 1,6 Kilo. Nehmen wir einfach mal mit. Und da versuche ich nochmal den kleinen Schildköder. Ich habe dummerweise... Wobei, ich habe großen. Kann ich großen nehmen? Mittleren habe ich. Mittleren, den könnte ich mal versuchen. Der große könnte wahrscheinlich auch klappen. Aber ich versuche mal den mittleren in der Hoffnung, dass ich damit auch mehr Karlechte erwische als Forellenbarsche. Ich dachte, ich habe gar keinen mittleren mit. Deshalb habe ich das die ganze Zeit mit dem kleinen versucht. Aber wie man sieht, kenne ich meinen Rucksack in- und auswendig. Da kann überhaupt nichts passieren. Ich weiß immer, was ich für Köder dabei habe. Bin immer top vorbereitet, wenn ich zum Gewässer fahre. Aber kann natürlich auch sein, dass wir jetzt damit gar nichts fangen. Aber ich denke, wenn wir mit dem Kleinen was fangen, dann sollte das auf dem Mittleren auf jeden Fall auch funktionieren und auf den Großen auch. Und deshalb warten wir einfach mal, was da passieren wird. Schon eine Ingame-Stunde rum. Und kein Trophäenfisch, also scheint auf jeden Fall etwas seltener zu sein. Okay, wir haben natürlich den Forellenbarsch-Trophäenfisch, ne? Also den muss man erstmal fangen, der ist natürlich mega selten. Aber kein Karlecht am Start. Mal kurz hier nochmal die Schnur richten. So, jetzt kann er doch kommen. Hat's da gerade geruckelt? Habe ich das nur gesehen? War auf jeden Fall nicht wegen dem Fisch, würde ich sagen. Ich sehe zumindest keinen Ausschlag auf dem Balken. Aber ich hatte ja zumindest schon mal am Anfang den Karlecht in Trophäengröße im Kescher. Also den habe ich auf jeden Fall genauso gefangen und zwar mit dem Shiner. Damit klappt es auf jeden Fall. Und wie gesagt, ob das mit den Schnittgeläuten geht,
Würde ich fast behaupten, aber mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Aber wenn ihr auf die angeln wollt, dann werdet ihr früher oder später das sowieso rausfinden und einen damit fangen. Oder eben nicht, wobei ich schon fest davon ausgehe, dass das auf jeden Fall klappt. Mich würden halt tatsächlich noch die Spinnenköder interessieren. Weil ich damit vielleicht... Na, wobei, den Forellenmarsch, den kommt man damit glaube ich auch nicht. Ich glaube, die knallen auf alles drauf, was sich durchs Wasser bewegt. Das ist richtig schlimm mit denen. Aber hier tut sich gerade nichts mehr. Deshalb würde ich sagen, holen wir rein und machen hier Feierabend an der Stelle. Immerhin noch ein paar Karlechte erwischt, wenn auch nicht den ganz großen. Aber ein paar kleine waren dabei. Und so könnt ihr den auf jeden Fall fangen. Ihr könnt die wahrscheinlich auch irgendwo anders hier noch fangen. Einer meinte hier, rechts an dem Baumstamm sind sie. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe da aber nur Forellenbarsche erwischt. Wahrscheinlich auch hier unter dem überhängenden Baum oder so. Oder da hinten am Schilf. Bei den Booten. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht gibt es noch einen viel besseren Spot als den hier. Aber ich denke, das ganze Gewässer ist hier sowieso so verseucht mit Forellenbarschen. Dass man da auf jeden Fall immer Beifang haben wird. Solange man nicht irgendwie den Köder findet, der speziell nur die Karlechte rauspickt. Was vielleicht tatsächlich schwer werden könnte. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch Petri Heil und macht's gut.